Grüß euch, liebe Fußballfreunde. Fußballmanager 13 Zeit, Juni 2015, da stehen wir jetzt. Die Jungs sind im Urlaub nach einer sehr, sehr guten Saison. Leider Gottes konnten wir kein Silber- bzw. Goldmetall uns in die Vitrine stellen. Aber ich bin, glaube ich, der Letzte, der jetzt da anfängt, das zu kritisieren oder deswegen zu meckern. Ihr seht's nochmal, da die Niederlage, ne? Ich hätte jetzt gerne getauscht zwischen beiden Borussen. Dortmund eine Niederlage und dann bei den Gladbachern ein Sieg. Aber da steckst du nicht drin, das ist eben Fußball. Das ist das, was die ganze Geschichte auch so lebhaft macht. Und wir lieben es ja alle. Auch diese Ungewissheit, dass eben alles passieren kann. Wir in der Form oben auf, Gladbach komplett down, gehen in dieses Spiel rein und gewinnen das 2-1. Und ich denke mal, jetzt hat auch da wieder jeder den Favre lieb, wenn er nicht schon gefeuert wurde. Ich habe keine Ahnung, wir können das mal gerade nachgucken. Tja, den haben sie rausgeschmissen, stimmt. Also Favre gewinnt das Ding nicht mehr. Vielleicht läuft er uns ja nochmal sonst über den Weg in diesem Let's Play. Wissen wir nicht, aber das wird die Zukunft zeigen. Zwei Spieler, die ich mir gerne angucken möchte. Den ersten haben wir hier schon. Ja, in den Kommentaren stand Tolga Arslan drin. Da habe ich erst keinen gefunden. Dann kam ich nachher drauf, Moment, guck doch nochmal genauer nach. Der meint mit Sicherheit Tolga Arslan von Hamburg. Und ich glaube auch, das ist so. Könnte uns weiterhelfen. Der spielt nämlich auch theoretisch links außen mit einem Punkt Abzug auch im zentralen Mittelfeld. Und das hier können wir vernachlässigen. Das ist auch von seinen Werten her nicht angedacht, defensiv zu spielen. Ja, 24 ist er. 5 von 10. Also eher noch einer Richtung Führungsqualität. Jetzt auch nicht übermäßig, aber zumindest besser als der Rest von unseren jungen Spunden. Wäre halt jetzt die Frage, was die haben wollen. Wir können ja mal gucken. Ne, ist natürlich Quatsch. Schmerzgrenze. Also der ist in der zweiten Mannschaft von denen. Der hat kein Spiel gemacht. Und dann kommen die angewackelt von wegen hohe Schmerzgrenze. Das kannst du auch einem erzählen, der die Hose mit der Kneifzange zumacht. Na gut, dann sollen sie ihn behalten. Sollen sie weiter das Gehalt bezahlen von 1, was weiß ich Millionen und den da verschimmeln lassen in der zweiten. Dann gucken wir auf den zweiten Spieler. Und das ist ganz interessant. Ich glaube, Furzmulde war es, der mir den Tipp gegeben hat. Ich muss mal gerade suchen, ob ich den hier drin habe. Wo ist er denn? Genau, hier von Energie Cottbus, 17 Jahre alt. Der spielt noch in der B-Jugend. Patrick Strodig soll anscheinend ein 5-Sterne-Talent sein. Kennt man ja von Messi und Co. Aber dass da einer in Cottbus rumrennt, das ist schon wirklich große Klasse. Ich kann den hier mal scouten lassen hier. Detlef Dammeier. Der sollte es mal machen. Und dann bin ich gespannt, ob es wirklich dabei rauskommt. Wäre natürlich großartig. So einen dann... Ja, natürlich. Eigentlich würde, glaube ich, RB das nicht machen. In der Umgebung die Jugendspieler aus den Akademien rausfischen. Da gab es ja auch so ein Gentleman's Agreement mit den Leipziger Vereinen. Ich glaube, Sachsen und Lok, dass man das nicht macht. Ich denke mal, bei Cottbus würden sie wahrscheinlich auch eher zurückschrecken. Aber das ist ja ein Spiel und das ist das Schöne daran. Ich muss mich ja nicht an alles halten. So, wir gucken mal in die erste Mannschaft rein. Die sind zwar alle jetzt schon mittlerweile unter Palmen. Jetzt schneit es bei mir draußen. Ich werde wahnsinnig. Wir haben Sonne und es schneit. Vielleicht kommt ja gleich noch ein Regenbogen, da kann ich mir irgendwas wünschen. Da wünsche ich mir für heute die Schule weg. Ja, die Sache ist die, für die Außenposition. Sphinx Mido reitet da eigentlich permanent drauf rum. Ich verstehe gar nicht warum. Bei Papa und bei Paulsen und bei den Jungs, die eben da nicht Stamm spielen, die Außenpositionen eintrainieren. Bei Papa sehen wir schon 100%. Braucht man nicht zu trainieren. Beim Gegenüber. Da ist es sogar mittlerweile die bessere Position gegenüber dem Stürmer. Ist auch 100% eingespielt. Tja, und jetzt gibt es eben noch Jakobsen auf der Seite. Linkes Mittelfeld scheint noch die beste Position zu sein. Aber hier ist es auch schon 100% eintrainiert, eingespielt. Auch nicht nötig. Wo haben wir denn den... Ach, den habe ich ja in die zweite verschoben. Den Palacios. Das werde ich jetzt wieder ändern. Dauerhaft. Ich verschiebe ihn imaginär in die erste. Er ist ja nicht da. Er ist ja genau wie die anderen in seinem wohlverdienten Urlaub. So einen Assistenten kann ich nicht machen anscheinend, weil die Mannschaft weg ist. Palacios, wo hat er denn seine... Ist auch 100% hier eingespielt für rechts außen. Nehmen wir einfach in der zweiten noch Brand mit. Brand und Ferus. Brand, 100% links außen. Ferus, rechts außen 95%. Da sind wir ja dran.
Da sind wir dran. Der macht es. Ja, ich mache lieber 98, wieder in kleinen Schritten. Der macht es, ja. Das ist also dann sinnvoll gewesen in dem Bereich bei ihm. Lorenzen, einfach mal da, 100% Linksverteidiger, das läuft. Rode, denke ich mal auch, dass es außen passen müsste, 100%, ja. Und jetzt haben wir in der ersten noch, ich springe jemanden und her, ich weiß, ich könnte auch unten draufklicken, beim Dominik Jordan. Ich glaube aber auch, dass wir das eintrainieren lassen. Ja, linker Verteidiger, es steht ganz hier unten, ich kann es mal hochziehen, aber da passiert jetzt ja eh nichts, ne? Der ist ja, wie gesagt, fort. Er kam fort. Ne, er fuhr fort und kam nie wieder, so war das. Tja, das soll eine relativ kurze Folge werden, habe ich mir überlegt. Ist ja auch sinnvoll. Wir wollen ja alle in die neue Spielzeit mit den neuen Spielern, die kommen werden und den großen Aufgaben, die auf uns warten. Aber ich wollte trotzdem nochmal reingucken hier. Was ist denn eigentlich mit der Relegation? Kommt die noch? Konnte man das irgendwo sehen hier? Pokalergebnisse. Weiß ich nicht, ob das Ding hier irgendwo drin steht. Relegation. DFB-Pokal, da haben wir das doch. Aha, die ersten Spiele haben wir schon. Ingolstadt hat zumindest das Auswärtstor gemacht in Lautern. 1-1 gespielt, ganz wichtig, jetzt können sie es zu Hause endlich mal schaffen. Und jetzt haben wir noch die zweite und dritte Liga. Da sieht's gut aus, sehr gut aus für Osnabrück. Haben das Hinspiel in Aue gewonnen. Also ich würde sagen, die sind mit einem Bein schon in Liga 2. Und bei Ingolstadt ist es ein Viertelbein. Aufgrund des Auswärtstors. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Ich wollte ja die Meisterschaften rund um Europa mir angucken. Wo war das denn hier? Vorrestabellen? Ich muss einfach nur hier oben Liga-Tabellen gucken. Fangen wir am besten bei Belgien an. Ich muss versuchen, mir das irgendwie zu merken, damit ich beim Quiz da nicht abkacke. Lüttich vor Anderlecht. Pokal, das kann ich jetzt hier nicht sehen. Wie mache ich das denn am besten? Pokalergebnisse. Ich glaube, das würde, glaube ich, dann nicht funktionieren, wenn ich jetzt mal gucke. Hier Mechelen gewinnt es mit 4-0. Nee, ich glaube, das nervt, wenn ich da mal nur näher springe. Deswegen dann lieber alles nacheinander. Ja, Manchester United. Grund zur Freude für mich auf jeden Fall. Werden hier englischer Meister. Ganz, ganz knapp. Nur aufgrund des Torverhältnisses vor den Tottenham Hotspur. Chelsea, City, Liverpool, Arsenal und der FC Everton nur auf der 15, unser Ex-Verein. Gucken wir weiter, Frankreich, keine Überraschung, Paris Saint-Germain, dahinter vielleicht noch AS Saint-Étienne auf der 2, Olympique Marseille dritter, Lyon, der ehemalige Serienmeister, nur auf der 5, AS Monaco mit Falcao und Co., wenn er noch da ist. Na? Nö, anscheinend haben die den verkauft. Falcao ist weg. Falcao ist weg und damit wahrscheinlich auch die Lebensversicherung. Ne, da waren wir gerade Italien. AC Milan. Was würden die darum geben, wenn sie so ein Ergebnis in der Wirklichkeit haben könnten? Momentan unter Ferner liefen, glaube ich, Platz 11 in der Liga nur. Für die Rossoneri. Wo ist Juve? Nur auf der 6. Also verkehrte Welt hier in Italien. Florenz, Neapel auf den Plätzen. Japan, Kashima, nur mal zur reinen Interesse hier, weil man kennt die Vereine sowieso alle nicht oder fast nicht. Nur, dass man das für das Quiz weiß. Kashima ist Meister geworden, sehr interessant. In Holland. Ajax Amsterdam. Wir haben schon kurz gesehen, als wir uns Jan Juszaj angeguckt haben, dass Vitesse Arnhem eine tolle Saison gespielt hat. Der Pokalsieger auf der 2, Vizemeister, damit direkt qualifiziert, glaube ich. Ah ne, ich glaube, die müssen auch Quali spielen. Für die Champions League, also auf die könnten wir treffen. Möglicherweise, wenn das durchgehen würde. Eindhoven, Twente und dann Feyenoord. Ganz schwach nur Alkmaar, der Meister, nur auf der 9. In der Schweiz, da haben wir Zürich, der FC Zürich, gibt ja zwei davon, aus Zürich, zwei Vereine. Vor den BSC Young Boys, FC Basel, der große Favorit, eigentlich nur auf der 3. Und FC Thun mit Schreier ist nicht abgestiegen. Ah, deutlich nicht abgestiegen, die hatten FC Vaduz, ich glaube aus Liechtenstein kommen die. Haben wir überhaupt keinen Stich gehabt, hier 12 Punkte nur. Dann haben wir Spanien, Madrid im Doppelpack. Real vor Atletico und Barca abgeschlagen, 12 Punkte auf 3. Dann Real Betis aus Sevilla. FC Valencia ganz bitter am letzten Spieltag noch von der 3 aus der Champions League in die Euroleague geklatscht. Also da gab es wahrscheinlich dann wieder Schweineköpfe auf den Rasen. Für den Trainer, keine Ahnung. Und nicht für Luis Figo.
Levante steigt ab. Die sind auch jetzt ganz lange Jahre da Stammgast gewesen in der Primera Division. Türkei, Bursaspor. Ist es nicht der Club, der ehemalige Verein von Christoph Daum, wo er jetzt rausgeschmissen wurde, beziehungsweise seinen Vertrag gekündigt hat? Ich meine, der wäre das gewesen. Kann mich aber auch irren, weil die hören sich alle für mich sehr relativ gleich an. Ein türkischstämmiger, türkischsprachiger wird wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber für mich dieses Spor hinten dran, dann irgendwas davor, Gaziantepspor, Kasimpasa, Trabzonspor, Eskişehirspor und so weiter, ist dann einfach schwierig, das manchmal auseinanderzuhalten. Könnte auch Sivasspor gewesen sein, keine Ahnung. Aber ich meine, ich leg da schon richtig. Österreich haben wir noch in der Liga. Austria Wien, der Pokalsieger, wird hier Meister mit Abstand vor Red Bull Salzburg. 13 Punkte, die auf der 3. Dazwischen noch der Erzrivale von Austria. Die Rapidler, 6 Punkte hinter der Austria. Das war aber knapper vor dem Spieltag. Da waren es nur 3 Punkte vom letzten. Da haben die dann auch ordentlich was draufgepackt. Das Spiel gewonnen, Rapid verloren und dann sieht das eben dann ganz deutlich aus. Hätte auch anders sein können, wenn Rapid verloren hätte und wenn Rapid gewonnen hätte und der Austria verliert. Dann haben wir Punktegleichheit. Und dann wird es ja nochmal eng mit dem Torverhältnis. Also das ist nicht so klar, wie es jetzt hier scheint. Pasching, oh Gott. 6 Punkte. Ein Saisonsieg. 19 Tore, 133 Gegentore. Was haben die denn gemacht? Haben die eine Büromannschaft eingeschickt oder was? Und einmal die richtige Mannschaft, auch keine Ahnung was, oh Gottes Willen. Also das ist echt tragisch. So, Belgien hat man gesehen, Deutschland Pokalsieger müssen wir nicht gucken, das wissen wir ja aus leidvoller Erfahrung, wer das geworden ist. Pokalergebnisse. Ja, da ist es nochmal. Für alle zum Mitlesen. Crystal Palace schlägt Manchester United im Finale. Ganz, ganz großartig, Jonathan Williams in der 93. Minute mit dem Siegtor vor 90.000 Zuschauer hier im Wembley. Tja, da brechen wahrscheinlich auch alle Dämme bei denen. Ist ja so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft. Erste Liga, zweite Liga, erste Liga, zweite Liga. Das ist schön, das ist so ein bisschen eine Überraschung wie Wigan Athletic, die ja in der Realität Manchester City im Finale besiegen konnten. In Frankreich zumindest ein Titel für die Monegassen. Valère Germain in der 67. Minute mit dem Siegtor gegen Guingamp. Ach, schade für die, aber die spielen damit, glaube ich. Ne, spielen sie nicht. Schade. Spielen nicht international, weil Monaco war ja nicht in den Plätzen. Das ist ein Absteiger hier. Glaube ich zumindest. Oder nee, sie könnten sich ganz knapp gerettet haben. Ich habe es ja eben gesehen, weiß es aber schon nicht mehr. Italien. AS Rom setzt sich hier durch gegen Udinese Calcio, haben geführt. Dann der Ausgleich, dann das erneute Siegtor von Mattia Destro. In Japan, Kashiwa holt sich den Pokal. Wie hieß nochmal der Verein, der Meister geworden ist? Kein Plan, aber das war ein anderes Wappen. Oh Gott, weiß ich schon wieder nicht mehr. Ich hoffe, es kommt nichts zu Japan. Tja, Ajax macht das Duel perfekt. Meisterschaft und Pokalsieg. Schon in der ersten Minute des 1-0 geschossen. Da war natürlich schon die komplette Planung von Feyenoord über den Haufen. In der Schweiz zumindest der FC Basel hier noch. Gegen den Meister, gegen den FC Zürich. Den neuen Meister. Marco Streller, der Ex-Dortmunder. Und Ex-Stuttgarter? Ich weiß nicht. Und der war doch bei Dortmund, oder was? Oder war der bei Stuttgart? Der war bei Stuttgart. Wer war denn bei Dortmund? Petric. Genau, Petric war bei Dortmund. Und natürlich dann nachher bei Hamburg. Sevilla gegen Barca. Also das ist ein richtig schwarzes Jahr für die. Also jede normale Mannschaft oder andere Mannschaft würde das gut finden. Dritter in der Liga und Pokalfinalist. Ähnlich wie wir das jetzt haben, aber für Barca ist es natürlich trotzdem dann eine Häme, die sie jetzt ertragen müssen. Madrid wird Meister, Real Madrid. Und sie selbst holen gar nichts. Wir müssen noch mal gucken, was die Champions League sagt. Die müsste ja auch fertig sein. Fenerbahce holt den Pokal, also da auch ein Titel für den Favoriten in der Saison. Und dann haben wir noch Österreich, Austria Wien also mit dem Double, genauso wie Ajax. Philipp Husina gegen Red Bull Salzburg mit dem 1-0. Das ist natürlich auch dann eine Prestigefrage, dass eben dann nicht ja die Ungeliebten, also teils Ungeliebten aus der Stadt Salzburg hier die Titel holen. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Österreicher, aber ich glaube, dass die einfach nicht so wirklich beliebt sind. Ja, Champions League, wo kann man das nachgucken? Das müsste doch nochmal so auch Pokal-Dingsbums sein, oder? International hier, irgendwo. Machen wir erst Europa League.
Manchester City. Doppelpack Dzeko und Sergio Aguero. Ein Dreifachschlag hier innerhalb von 5 Minuten. Ja, das passt zur Verfassung von Arsenal. Keine Titel gewinnen, gut in die Saison starten und dann irgendwann einbrechen. Jetzt auch vor kurzem wieder von Chelsea vorgeführt. 6:0 haben sie da verloren an der Stamford Bridge. Und da konnte ihm fast der Arsene Wenger schon leid tun. Das war sein Jubiläumsspiel. Ganz, ganz bitter. Und jetzt kommt die große Frage. Wo ist die Champions League? Wer gewinnt das Ding? Wer gewinnt die Champions League? Wo sind wir denn hier? Finale, Halbfinale können wir uns nochmal kurz angucken. Da hat sich Barcelona durchgesetzt gegen Paris und Real Madrid gegen Tottenham. Wenn natürlich jetzt das hier auch wieder so aussieht, dass Real Madrid gegen Barca das Champions League Finale gewinnt, dann war es wirklich eine trockene Saison. Aber wahrscheinlich ist es andersrum und dann ist es doch ein Erfolg. Ja, ich muss mich da korrigieren. Barcelona mit der besseren Saison als Real Madrid. Gehen da mit dem lachenden Auge raus, weil das ist natürlich Prestige ohne Ende. Wenn du die im Champions-League-Finale wegklatschst, El Clasico im Champions-League-Finale, dann kannst du in der Liga von mir aus auch nur 12. geworden sein. Das ist komplett egal. Nee, schöne Geschichte. Neymar und Sergio Busquets für Barca und Angel Di Maria, die Argentinier. Für Madrid, zwischenzeitlicher Ausgleich und dann 6 Minuten später der alles entscheidende Treffer. 74.000 Zuschauer drin. Keine Ahnung, welches Stadion das ist. So, ist jetzt die Frage. Wir gehen natürlich weiter. Und dann kommt gleich irgendwann das Quiz. Und ich habe wahrscheinlich wieder alles vergessen. Nationalmannschaften nochmal. Papa für Griechenland, Paulsen für Dänemark. Beide nicht unbedingt positiv. Note 4. Ich würde sagen, unauffällig. Paulsen wurde auch ausgewechselt noch. Aber Hauptsache nicht verletzt. Fitnessparcours ist abgeschlossen. Wellnesszentrum wird auch noch fertig werden. Kyle Oliver. Herrenwehen. Machen wir. Ich gehe da gerade rein hier. Und werde dann noch was erweitern. Was ging denn hier eigentlich noch? Das hier vielleicht? Medizinische Abteilung, das geht nicht. Nee, da müssen wir auf das Ding hier warten. Bauhof wollte ich machen. Der Bauhof, wie lange dauert das? 23 Tage. Wird dann nur nach dem 1.7. fertig, aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, da kann ich eh nichts mehr gucken bei dem da. Die sind ja alle weg bei der Teamdynamik. Familie, wie ist es damit? Gehen wir mal segeln und hoffen, dass da kein kleiner Unfall passiert und die Alte mal kurz über Bord geht und keiner es mitbekommt. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Die ist so geduldig. Und was kannst du dir Besseres wünschen? Ich glaube, die haben wieder überboten. Papa gegen Aserbaidschan, wieder 90 Minuten, hat eine 3 diesmal bekommen. Das war schon besser, weil gut, der Gegner war also nicht das Pralle, das Gelbe vom Ei. Und Paulsen gegen Italien, verliert 3-0, aber mit einer 4 nicht der schlechteste. Mit Sicherheit nicht allein verantwortlich dafür. So, das kann weg. Also ich hoffe nicht, dass die das wieder überboten haben. Trainingsziele mache ich jetzt nicht mehr. Das mache ich jetzt nicht mehr, das machen wir dann in der neuen Saison. Jakobsen, total unterbezahlt. Ja, müssen wir auch machen dann. Stufe 9, Strudig. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Der hat wirklich 5 Talentsterne. Respekt. Vertragsverhandlungen. Alter Schwede. Also wenn ich den jetzt in die Jugend hole, ist es, glaube ich, kompletter Mist. Der muss in der 2. jetzt mal spielen. Für 2 Jahre. Wir können das ja verlängern. Ich hoffe mal, dass wir das können. Grundgehalten. Oh, Gottes Willen. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Also für die 2. Mannschaft, ich kann nicht so viel Geld hier rausgeben. Also 200 muss ich schon irgendwo... 250, Handgeld, oh Gott. Ja, da müssen wir das irgendwo bei 100 lassen, 150. Also 250 Gehalt, 2. Mannschaft. Ich mache einfach mal 1. Ich versuche das mal mit der 1., das passt dann meistens besser. 2 Jahre 1. Mannschaft. Schauen wir. Schauen wir, ob das funktioniert. Ansonsten gehen wir eben ab dem 1.7. wieder zum Angriff über. Also da lassen wir so leicht nicht abhängen. Was haben wir denn hier für Wechsel? Ich glaube, ich sehe noch nicht die großen Ablösesummen. Adam Dudasch zu Alkmaar, die haben es auch nötig nach der schlechten Saison. Carlo Brucic von Zagreb zu Piraeus. Bei uns geht das alles hier wenig an. Keine deutsche Mannschaft. Tja, dann gehen wir weiter. 15. Juni. Das schleppt sich doch so ein bisschen mehr, als ich dachte. Die Stars von morgen und übermorgen. Bayern allein schon 3-mal vertreten, da mal Liverpool... Gucken einfach mal gerade durch, was von uns dabei ist, ob überhaupt was von uns dabei ist. Bei der A-Jugend zumindest schon mal nicht, aber ich glaube, bei der B-Jugend haben wir bessere Möglichkeiten.
So, da haben wir nämlich den Strodig. Jetzt hätten wir es auch gesehen, aber auch nur, weil wir den gescoutet haben. Dortmund, Raphael Steck. Da ist noch einer. Kadir Birand. Da haben wir zwei von uns. Max und Jormas. Und das war's in dem Sinne. Also da geht's schon ganz ordentlich zur Sache. Nochmal aber boten worden hier für den Kyle Oliver. Gehe ich natürlich nochmal mit. Stufe 10. Da kann jetzt nichts anderes stehen als Jahrhunderttalent oder sonst irgendwas. Potenzieller Topspieler. Ja, sicher. Ist logisch. Weiter jetzt. Wir haben keine Zeit. Südamerika-Pokal. Interessiert mich eigentlich gerade so ein bisschen nicht die Bohne. Aber wir gucken einfach mal, wer da letztendlich gewinnt. Scouting abgeschlossen. Stöcker Trainingsziel passt auch. Erstmal. Jetzt kann ich hier noch. Ich hoffe zumindest, dass ich es kann. Was ist mit den Dingern hier? 35 Tage. Das ist gut. Das ist gut. 7 Spieler mit Sonderbetreuung. Müssen wir machen. Für die Jugend noch mal ein bisschen was. Geld ist ja da. Immer noch 2 Millionen. Ja, und wir schreiten hier weiter fort. Im Galopp. Hoffe ich zumindest. Dass wir nicht mehr oft unterbrochen werden. Kyle Oliver kommt auf jeden Fall. 3,5 Talentsterne, 15 Rechtsverteidiger, Linksverteidiger ist in Ordnung. Das ist dann wieder einer für euch. Machen wir gerade die Trainingsziele fertig, was wir eben da sehen können. Flanken. Zweikampf natürlich ganz wichtig. Grätsche. Ausdauer auch. Und das reicht. Haben wir irgendeinen Mentor für den? Brandt, was macht er gerade? Flanken. Ich denke mal, da machen wir Jakobsen. Von Talent zu Talent. Ja, das kommt jetzt überall. Das kommt jetzt überall. Die wissen, was sie erreicht haben. Das sackt jetzt so langsam. Dann passt es. Jochen Seitz. Der soll angeblich eine Klausel drin haben. Dass er für 300.000 gehen könnte. Irgendwie. Aber ich weiß nicht. Ich sehe hier nichts. Theoretisch mal gucken. Option ziehen ist Käse. Oder ich ziehe die Option. Da machen wir dann in Ruhe einen neuen Vertrag. Oder wie? Ich guck mal gerade hier. Was will denn der haben? 440. Ja, ich glaube, das wird sich dann auch dahin einpendeln, dass dann die Spieler, die Nachwuchshoffnungen sind, dass die ungefähr dann das verdienen, was heute der große Rest verdient. Und wir das ganze Ding eben oben ausbauen müssen. Nationalspieler ist schön, das könnte, aber der weiß es nicht. Große Zukunft, ich lasse mal alles weg. Handgeld ein bisschen was. 30.000 ist, glaube ich, in Ordnung. Jährliche Erhöhung, da gehen wir auf die 6%, weil er eben noch unter 20 ist. Gehaltskürzung kommt weg. Automatisch für, na, ich will auf jeden Fall eine haben. Und von mir aus kann der 2 Jahre haben. Was kann dir schon passieren? Nix, genau. Torprämie, ich glaube, es heppert hier. 2.000. Hier machen wir 2,5. Müssen wir jetzt auch alles ein bisschen erhöhen. Und hier gehe ich auf 10%. Wenn er... Ne, kann ich, muss ich ja gar nicht. Ich denke mal, wenn wir das hier noch ein bisschen drücken können. 350. Ne, ich gehe auf die 400. Das ist eine gute Marke, glaube ich. Das kann man sich merken. Was dann so die Youngsters bekommen sollen. Ihr seht ja gerade, Durchschnittsgehalt ist 339.000. Das geht dann schon. Und wo war jetzt das mit den 300.000? War das hier oben? Ne. Abstieg, 50%. Ja, ich glaube mal Abstieg. Ich kann das auch mal rausnehmen hier. So, und für Spieler nehme ich auch mal weg. Ihr seht ja, er meckert noch nicht mal. Also das passt schon irgendwo. Erstes Länderspiel, brauche ich auch nie reinzunehmen. Ne, ich denke mal, dann geht es. Dann passt es schon. Ja, Verein hat auch nichts dagegen, dass wir dem so viel anbieten. So, irgendwo ist hier noch eine Nachricht, wo ich nicht weiß, wo. Das ist wahrscheinlich wieder ein Bug. Gehen wir mal weiter. In Richtung Drochowski. Also kommt nicht nach Deutschland zurück. Der geht jetzt eine Stufe weiter in Spanien und dazu Real Saragossa. Esteban Cambiasso, mittlerweile auch 34. Lange, lange Jahre in Inter Mailand gespielt in Italien. Jetzt nach Spanien zurück. Er hat ja vorher auch in Spanien gespielt, Real Madrid, bevor er dann nach Inter ist. Tja, auf seine alten Tage nochmal nach Spanien. So, mal gucken, ob der Seitz das annimmt. Strodig hat, glaube ich, akzeptiert. Das wäre natürlich Bombe, wenn das mit dem niedrigen Gehalt... Was hätte ich mich da dumm und dusselig bezahlt, hätte ich das angenommen so. Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Paraguay. Das ist das Halbfinale. So, die Dinger verlängern wir nicht, die Mitarbeiter.
Genau, er akzeptiert. Ab 1.7. kommt er dann nach Leipzig. Klasse. Fels in der Brandung, gut trainiert, ungern. Legionär und Härte. Das erste ist gut, die anderen beiden sind Schrott, aber egal. 5-Sterne-Talent. Der hat verlängert, ja. 3 Jahre dann. So, der kann zu den Jugendgeschichten zurück. Obwohl er jetzt wahrscheinlich auch gerne mal Urlaub hätte, der Kerl. Die haben ja gefühlt immer irgendwas zu tun hier, die Scouts. Im Fußballmanager. Wir gehen weiter. Und gleich haben wir dann das Gewiss. Finale Brasilien-Argentinien. Besser geht's nicht. Kolumbien-Paraguay dann im kleinen Finale. Vertrauen in uns hat gelitten, habe ich gerade gesehen. Warum auch immer. Das werden wir gleich sehen. So, wer war denn in die zweite Bundesliga aufgestiegen? Oh Gott, jetzt fängt das wieder an hier. Wer war denn da? Chemnitz, glaube ich, war das. Gottes Willen. Beste Spieler der Welt. Das kann eigentlich nur Messi sein, von der Stärke her. Das kann eigentlich nur. Ja. Wer ist das? Grün. Irgendwas Grünes. Das ist nicht Aue, das ist nicht Schalke, das sind nicht wir, das muss Fürth sein. Den höchsten Sieg der Saison. Das war St. Pauli. Steht auf dem Abstiegsplatz. Ich habe oben geguckt, Mann. Ich habe oben geguckt. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, Cambuur-Leeuwarden. Komm schon. Oh, Gott. Ich habe nach Meister geguckt. Ich glaube, Fenerbahce war Zweiter. Nein! Galatasaray war Zweiter. Fragt auch nach dem Meister, ihr Lappen. Da gucke ich mir das schon an mit Bursaspor. Naja, immerhin, es ist auf Null rausgekommen. Fanbeliebtheit, Medien, wir haben noch einen 1.500 € Bonus bekommen, also gut. Ist in Ordnung, 6 Fragen. Das war in der letzten Saison besser, aber sei es drum. Wir sind am 27. Ja, bei der Alten kannst du sowieso machen, was du willst. Also fahren wir natürlich dann zum Fanclub. Sie lagen richtig, was den Nichtabstieg angeht. Wir lagen richtig, was das Saisonziel übertreffen angeht. Wer nicht fit ist, spielt nicht. Wir haben eine Ausnahme gemacht, im Großen und Ganzen Linie durchgezogen. Keine negativen Konsequenzen, das ist schön. Rotation, wir haben das eingehalten. Disziplin unverändert, da müssen wir ansetzen. Guckt euch den Kimmich an, der holt schon für die halbe Liga, holt er die Karten ab. Das muss auf jeden Fall besser werden. Fokus auf junge Spieler. Sehr schön, also wir haben das versucht. War ja auch eigentlich nicht anders zu machen, wir hatten ja junge Spieler. Trainingsgelände verbessert, was hat denn da gelitten? Ach so, den Aufstieg, Reserve, ah ja gut, das ist klar, da war ich vielleicht ein bisschen zu euphorisiert. Aber ich denke mal, in der nächsten Saison werden wir das wieder versuchen. 27. Ich weiß gar nicht, ab wann das überschwenkt. Wir gehen noch ein bisschen weiter hier. Nicht-Abstiegsprämien werden fällig. Wir sind am 28. und ich werde gucken, dass wir dann genau das noch mitnehmen. 3-2-1 Kolumbien wird Dritter in Südamerika-Pokal 2015. Und das sind noch ein paar Wechsel. Jaroslav Blažil von Girondin Bordeaux zu KRC Genk, zu Jelle Vossen in den Verein. Kyle Norton von Tottenham zu den Wolves. Ja, da war irgendwas. Kyle Norton und noch irgendeiner hatten anscheinend die Spieler, die Bilder vertauscht oder sonst was. Weiß ich nicht. Da haben wir das Europa-EKG. Wojciech Szczęsny, die meisten Spiele gemacht. 72. Genau, 72 mit Nationalmannschaft Madrid. Real Madrid und Arsenal, die meisten Spiele der Vereine. So, nochmal ein Autosave. Und ich denke mal, da ist das Finale noch. Argentinien gewinnt gegen Brasilien mit 1-0. Neymar gegen seinen Vereinskollegen Lionel Messi. Da hat dann der kleine Argentinier sich durchgesetzt. Matuschka, Spieler des Monats Juni, 46%. Schöne Sache, das freut mich wahnsinnig für den. Gegen die beiden Gladbacher Hermann und Chaka. Ja, das war dann nur noch das Pokalfinale, klar, deswegen ist es so. Aber warum das Matuschka wird, weiß ich nicht. Tja. So, und wir machen jetzt Stopp. Damit wir dann hier nicht unvorbereitet in die nächste Runde klatschen. Am 1., ihr seht es oben schon, Mittwoch, 1. Juli 2015. Da sehen wir uns wieder. Und ich glaube, ich muss mir einen Tag Urlaub nehmen, um die ganzen News zu lesen. Wenn die ganzen neuen Spieler kommen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann sage ich ciao, ciao, bis morgen.